Recht herzlich willkommen zur 175. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal die Linie 48 bearbeitet und geschaut, dass die profitabel weiterfährt. Das haben wir hingekriegt. Jetzt müssten wir eigentlich weiter schauen, wie die anderen Linien so aussehen. Und ja, es wird sich nicht einfach gestalten. Wir sind da im Endeffekt ja mit Linie 11 waren wir auch zugange, glaube ich, ne? Da sollten wir vielleicht nochmal reingucken, was die so macht. 4. Ja, da sind jetzt keine Leute mehr sozusagen auf der Bushaltestellen. Und hier unten fahren auch tatsächlich Busse leer durch die Gegend. Stellt sich jetzt die Frage, woran liegt's, ne? Wahrscheinlich, weil wir sowieso die Linie so gelegt haben, dass die jetzt nur den Dingens verbindet, ne? Die Straßenbahn mit der U-Bahn. Und auf der Strecke, wo sie jetzt fahren, ist dann nichts los, ne? Hier ist ja jetzt auch noch die grüne, ne? Linie her. Wer ist das denn? Das ist die 11. Und welche ist dann diese? Okay, das ist die 46. Ja klar, die haben wir auch neu gemacht. Da sieht so aus, dass da jetzt die ganzen Leute sind, ne? So, dann stellt sich die Frage. Es sind zu viele Leute hier. Also zu viele ist immer gut, ne? Da sind viele Leute. Und, das war die, ne? Genau. Und, hier unten ist noch eine. Das ist da. Okay. Die Frage, die kommen von da und steigen da ein und dann fahren die da lang. Ja, wahrscheinlich ist das mit Linie 11 in Kombination jetzt, ne, oder? Gute Frage, nächste Frage. Die gelbe Linie haben wir hier gemacht. Ja, ich glaube, die grüne Linie, ne? Warte mal, ist das Linie 11. Hier unten, okay, das geht. Da geht gar nichts. Das ist diese hier, ne? Die kannst du sozusagen auch wegmachen, die Haltestelle dann. Weil da ist auch schon eine. Dann würde ich sagen, nimm die mal raus hier. Geht das? Nicht wirklich, weil wir das Werkzeug nicht dafür ausgewählt haben, ne? So, jetzt. Oh, okay. Wenn ich den da weggemacht habe, fällt die ganze Linie zusammen. Sehr interessant. Jetzt fährt die nur noch hier lang. Dreht da. Fährt dort zurück. Und da lang und dreht da. Das ist jetzt Linie 11 dann. Sieht so aus, ne? Die ist da, die Bushaltestelle. Die ist da, die Bushaltestelle. Die ist da. Und die ist gar, ja, okay. Auf dem Stück hier fährt die gelbe. Könnte man jetzt sagen, braucht sie auch nicht fahren, ne? Nochmal die 11. Wie ist denn die Auslastung der Busse da drauf? Nicht so prickelnd, ne? Die Bushaltestellen sind leer. Das bedeutet für mich, da sind zu viele Busse drauf. Geht. Was macht die gelbe? Ah.
Das war jetzt nicht so prickelnd. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, ne? Ist die jetzt weg oder ist die dazugekommen? Ich glaube, die ist dazugekommen, die Haltestelle, ne? Und da stehen auch keine Leute dran an den Haltestellen. Die letzte ist jetzt da. Die ist dazugekommen. Das bedeutet, mach die nochmal auf. Und nimm die da weg, weil die muss da nicht hin. Da hinten ist eine. Ja, passt schon. Gut. So wirklich positiv gefällt mir das nicht so, ne? Man hat hier nicht so eine tolle Übersicht. Die Linie 3, das ist ja ganz bitter. Fährt ein Bus drauf rum. Alle ausmachen bitte und einmal die 3 anmachen, ne? Fährt jetzt hier so durch die Gegend, ne? Nimmt auch keine große Haltestelle mit, oder? Nur hier Wechsel. Noch nicht mal das. Da ist noch nicht mal die Haltestelle, glaube ich, ausgewählt hierfür, ne? Kann das sein? Ich möchte diese jetzt hier so. Die weg. Da ist jetzt nämlich ein Halt, da können die wenigstens in die Straßenbahn umsteigen. Ja, das macht dann noch Sinn. Vielleicht wird dann Linie 3 ein bisschen besser bedient. Oh, jetzt sind nur 6 Leute sogar. Aber hier ist auch schwach besiedeltes Gebiet im Endeffekt, ne? Na, da war jetzt was falsch gelaufen, weil... So, die Linie lassen wir jetzt mal in Ruhe. Gucken uns die Linie 1 an. Die hat hier an der Haltestelle ganz viele Leute. Wo fährt denn die jetzt lang hier? Da? Weiß, was das Problem ist. Alle ausgekraut. So, Linie 1, ne? Die hat man jetzt. So, jetzt ist es zu sehen. So, das ist hier am Bahnhof. Macht Sinn, dass da so viele stehen. Und die werden dann verteilt. Und da sind 3 Busse drauf. Davon ist wie immer einer voll. Der ist leer. Oh, der ist dann auch leer. Die kommen da lang. Fahren nach da. Steigen dann in die Straßenbahn wahrscheinlich um, ne? Und da kommen gerade ganz viele. Wo ist denn das? An der U-Bahn, okay. Von der U-Bahn in die Straßenbahn. Mir kommt so vor, als ob wir diese ganzen Buslinien erstmal nochmal entfernen sollten und die nochmal neu aufbauen müssten. Und ob die Straßenbahn optimal fahren, ist die nächste Frage. Gibt's da auch noch? Ja. Ich glaube, das macht man am besten, dass man die nochmal neu pflanzt. Dann würden natürlich die Leute jetzt alle in ein Dreieck springen. Das ist die nächste Sache, ne? Ich mach's aber.
Löschen alle Linien. Kann man die auf einmal löschen eigentlich? Nee, ne. Alle weg. Alle weg. Sind alle mies drauf jetzt gleich. Aber es hat anders momentan echt keinen Sinn. So. So, jetzt sind alle unglücklich. Aber ist so. So, und dann gibt es neue Linien. So, wir haben hier einen Busbahnhof, ne? Der fährt erstmal los. Fährt hier lang. Fährt da lang. Sehe ich jetzt hier die U-Bahn? Ja, die sind hier nicht gegeben, alles klar. Und dann kommt die Linie einfach da wieder zurück, oder wie ist das? Ich denke mal schon. Wo ist sie bis jetzt ausgelegt? Da. So, kommt von da. Fährt nach da, das passt noch. Ich würde sie da eher hinsetzen. Mach die mal da weg nochmal. So. Jetzt ist sie ganz weg, ne? Hat gut geklappt. Gut, wir starten da. Fahren bis hierhin. Nehmen da nochmal mit. Und wie kann ich denn hier drehen irgendwo? Schlecht, ne? Und da fahren hier lang, kommen hier lang und fahren dann da zurück. Ja, schließt die Runde, fertig. So, dann gibt es eine neue Linie, die hier hinten fährt. Die fährt hier rein. Startet da, oder? Fährt da. Dorthin. Dann hier hinten hin. Da. Fährt hier weiter runter. Kommt hier vorbei und schließt sich da wieder. Passt, oder? Ist einigermaßen abgedeckt. Dann haben wir eine Linie, die von hier ist. Da. Fährt hier hin. Hält da. Fährt hier wieder zurück. Ach, das ist eine Sackgasse. Gut. Dann machen wir das dahin. Okay.
Kisten dahin. Wo ist denn hier die Haltestelle? Da, dann hält der nochmal da. Und schließt sich da wieder. Passt. Machen wir da noch hin. Gut. Da ist es beidseitig und da ist es nur, weil da die Wendeschleife ist. Passt. Gut. Der fährt da so lang zurück. Interessant. Ich dachte, der wäre da rumgefahren und dann... Naja, ist dann so. So, dann würde ich sagen, startet hier jemand. Fährt hier an einem Sportpalast vorbei. Fährt hier rüber. Dahin. Dorthin. Dorthin und wieder zurück. Passt. So, dann müssen wir noch einen hier irgendwo hin haben. Da, starten. Fährt dahin. Fährt dahin. Nimmt das ganze Wohngebiet da mit. Kommt hier rüber. Fährt hier durch. Und wo muss da drehen? Okay. Da lang. Muss dann da auch wieder zurück. Okay. Wie kommt denn diese Linie dann da lang? Okay, dann hier lang. Wo ist denn hier dann das nächste mögliche? Da lang. Achso, das ist eine Auf- und Abfahrt, okay. Dann da noch hin. Dorthin. Und hier lang wieder zurück. Oder gibt es einen anderen Weg? Okay. Da hinten, okay. Da. Und schließen. Passt. Erschlossen. Auch erschlossen. Da fahren auch welche. Hier fahren auch welche. Ich glaube, das ist jetzt nicht verkehrt gelaufen. So. Okay, dann gehen wir hier hin. Starten wir mal von hier. Halten hier mit an. Und fahren dann hier hin. Dahin. Geht das hier irgendwie nicht? Gut, dann halt. Ich würde ja gerne hier irgendwo anhalten, aber das sieht wohl so aus, als ob das nicht geht. Da. Und wir kommen wieder zurück.
Tja, hier lang dann, ne? Fährt bis zu dem Wechselplatz hier, ist dann da. Sollte dann noch irgendwo die Leute mitnehmen, aber das ist ja der Bahnhof, die können ja eigentlich mit dem Bahn dann fahren, ne? Aber komm, machen wir jetzt so und fertig. So, hier ist ein bisschen erschlossen mit Straßenbahn schon. Dann wird es nicht so ganz so viel Sinn machen, dass hier so viele durchfahren. Würde ich sagen, von hier zum Beispiel kann man da fahren. Da. Dort. Nach da. Und da zurück. Auch erschlossen. Hier fahren schon viele Straßenbahnen lang, aber da können wir hier einen Zubringer basteln. Von da nach da dorthin dahin dahin dorthin da und kommen wir dahin. Über diesen Weg zurück. Auch erschlossen. So. Das ist gut, das ist gut. Hier drüben waren wir schon, ne? Ja. Da waren wir auch. Da ist noch schwierig. Und hier sind wir dann als nächstes, werden wir dann hier weitermachen, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.